So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu, ich hoffe, es klappt alles, einer kleinen, was laber ich, eine Aufnahmesession. Und zwar, wie man vielleicht am Titel vielleicht lesen kann, mein Klon. Und zwar tatsächlich ein neues Let's Play, mal wieder als Singleplayer. Einfach, weil es ja sowohl in meinem, ne, Videovorschlag, Sweat darf, ne? Und zum anderen auch, habe ich es da erwähnt, keine Ahnung, weil mein Klon sich ja schon ein bisschen weiterentwickelt hat und ich mal so diverse neue Features ausprobieren würde. Und dementsprechend starten wir Let's Play. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wir müssen erstmal einen entsprechenden Server vorbereiten. Und zwar, das ist hier wieder mein Mindtest-Laptop, ne? Kennt ihr mittlerweile? Ich hatte ja hier hatten wir dieses Dings drauf. Nein. Hier hatten wir dieses Dings drauf, diese Let's Play-Welt, die ich auch letztens in einem Livestream nutzen wollte. Allerdings ist der Livestream ja drastisch schief gegangen. Und hier hatten wir unsere Let's Play-Welt. Das heißt, von der erstelle ich einfach mal ein kleines Backup. Ja, irgendwie so. Und wir erstellen mal eine neue Welt. Jetzt weiß ich nicht, war die hier V6 oder V7-Mapchen? Weil ich persönlich würde zwar gerne mit V6-Mapchen spielen, einfach weil ich den gerade in Bezug auf meinen Klon ästhetischer finde. So zurückerinnernderweise an die ersten Versionen von meinem Klon, so wie ich es von den Gronkh-Videos kenne. Also von den Videos von Gronkh. Andererseits ist aber mein Klon natürlich, also gerade so Sachen wie Biom und sowas alles, in V6 nicht ganz so prickelnd, einfach weil es die Engine nicht hergibt. Quatsch, ich bin nicht falsch. Das war da. Ah doch, ist V6. Also ist alles V6 mit drin. Ja, schade eigentlich. Gut, dann müssen wir uns eine komplett neue Welt erstellen. Sonst hätte ich die einfach zurückgesetzt. Ist aber kein Problem. Wir machen uns mal schnell eine Welt, in dem ich mal ganz kurz meinen Test starte. Hier sagen wir eine neue Welt. Garantiert gibt es so eine, gibt's diesen Namen bereits. V7. Ja, das war klar. Ist aber kein Problem. Kann man ja noch umbenennen. So, wir erstellen mal eine. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in mein Testordner Welten Let's Play und schieben den auf mein Mindtest Laptop. Da. Benenne den entsprechend um. Hier ist alles Wichtige drinne. Und Mods und so werde ich hier gar nicht benutzen. Einfach weil wir meinen Test komplett frei alleine spielen werden. Damit wir da auch nicht unnötig genervt werden, werde ich allerdings mal das Ganze auf privat stellen. Ach, ist er bereits? Ah. Ach so, war wahrscheinlich noch von meinem versuchten Livestream. Nice. Sehr schön. Okay. So, dann sollte alles laufen. Das heißt, du kannst weg. Ich kann wieder per SSH, per VNC reingehen. Und du kannst weg. Dann brauchen wir mal ganz kurz die Konsole. Server 5. Und dann sollte es eigentlich laufen, oder? Bin ich mal gespannt. Ich habe die Zen-Angst, aber Hashtag läuft. So, okay. Exit Viewer. So, das heißt, wir können direkt loslegen. Record. So. Ja, komm hier.
Nein, ich muss natürlich auch erstmal den richtigen Server anwählen. Das bist du mit der 5 hinten. Aber klar. Mitten im Nirgendwo. Ja. Egal, ist so. Wir müssen das nicht mit leben. Dumm gelaufen. So, direkt am Anfang nur noch ein halbes Herz. Das ist doch ideal. Und dann würde ich einfach mal sagen, legen wir mal los. Menü hat sich nicht allzu viel geändert. Hier ist immer noch alles so ähnlich lapidar. Wobei mittlerweile, wenn man jetzt, glaube ich, rennt, sieht man hier auch schon eine Gehanimation im Nicht. Oh, gut, wahrscheinlich, weil ich gar nicht rennen kann. Bäh. Geht das nicht irgendwie? Ist auch egal. Nein, wollte ich nicht. So. So, da hinten ist schon mal grün. Gehen wir mal direkt mal hin. Meine Sichtweite ist ganz schön niedrig. Egal. Was habe ich denn da angesehen? Fängt ja gut. Oh! Direkt eine Neuerung. Nice. Auch wenn man sieht, dass es so nicht ganz perfekt ist. Ja, es gibt hier jetzt kleine Siedlungen, die im Waffen des Wortes auf den Boden gestampft werden, wie man sieht. Vor allem da. Nice. Ist natürlich krass, dass es direkt am Spawn hier ist. Können wir uns nämlich direkt mal einkleiden. Warum auch immer hier Sand direkt am Wasser ist. Achso, wollte gerade runterfallen lassen, aber hier drunter ist Erde. Scheiße. Lass mich raus. So, direkt mal Nahrung zu haben, ist gar nicht mal so schlecht, weil wir sind nämlich schon fast tot. Dank unserem Absturz am Spawn. Hier ist nur eine Bücherei. Okay. So, mal also schauen hier. Orgel direkt. Na gut, eine Melone wäre mir zwar lieber, aber einen Kürbis nehmen wir auch mal mit. Kann nicht schaden. Ich höre jemanden. Hoffentlich bloß ein Villager. So, Bett nehmen wir auch gleich mal mit hier. Haha, erstmal alles klauen hier. Kann ich. Ach so, na schade. Ich dachte, die Betten stacken. Aber stimmt ja, die Betten stacken ja leider nicht. Schade. So, Scheiß Eisgebiet. Ich hasse Eisgebiete immer noch, ne? Das ist so, egal ob mein Test oder mein Klon. Gut, bei meinem Klon gibt es noch mehr Biome, die ich hasse. Ja, zum Beispiel dieses Riesenpilzbiom und sowas. Das hasse ich ja auch. Oder da, wo diese ganz dicken Bäume wachsen, diese überdicken Tannenbäume, mag ich auch nicht. Aber egal welches Spiel, ich hasse Eis. Vor allem, weil diese Eisbiome immer so riesig sind, ja, einfach so nutzlos riesig. Ja, so, das unten ist auch bloß ein kleines Hütchen. Gehen wir mal hier hoch. Hallo, ich würde gerne hoch. Aber man merkt schon, die Laufphysik hat sich hier drastisch geändert. Das ist jetzt angenehmer, fühlt sich auch flüssiger an vom Laufen her, nicht so abgehackt wie beim Mindtest. Ne? Sehr schön. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen kleinen Schlafraum. Oh, mit einer Jukebox? Jukebox, ne? Wird gedankst. Gibt's. Doch, Jukebox, genau. So, können wir gleich mitnehmen. Wenn wir mal irgendwo irgendwelche Platten finden, können wir die dann gleich abspielen. Und dann direkt Strike kassieren auf YouTube. Ja! Das habe ich doch gesucht. Ein bisschen laut, ne? Oder kommst du mir hier so vor? Ich mache mal ein bisschen leiser. Leider gibt es. Ich hasse es immer noch, dass es bei Mindtest keine Möglichkeit gibt, Sachen zu. Also das Spiel on the fly zu minimieren und. Also
im Fenstermodus und im Vollbildmodus umzustellen. Aber das Schöne ist ja, ich mache ja nicht Vollbildmodus über MyTest, sondern über KUbuntu, also über Kwin. Und der Vorteil dabei ist, ich kann umstellen. That bitch. Wenn ich es, also, ne, also ich könnte es umstellen. Ich muss jetzt natürlich bei meinem, in meinem Fall, habe ich das über Fensterverwaltung gesagt, dass es erzwingen soll. Wo auch immer. Fensteraktion. Fensterregeln, genau. So, ne, und hier habe ich Fensterregeln festgelegt, dass er das immer im Vollbildmodus darstellen soll. Aber man könnte auch sagen, wenn ich jetzt lieber die Regeln entferne, kann ich manuell sagen Alt F3 und kann hier sagen weitere Aktionen, Vollbild, ja, nein. Das, was in MyTest bitte schön selbst implementiert sein sollte. Warum ist das immer noch nicht? Ich ficke MyTest. So, egal. Was ich gerade machen wollte, ist das hier. Und mal ein bisschen die Lautstärke herabsinken. Ich hoffe mal, so ist gut. Sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, ob das im OBS überhaupt einen Unterschied macht. Nee, ne? Macht im OBS gar keinen Unterschied. Für den ist es entweder voll oder gar nicht. Kann das sein? Also. Ja, okay. Macht bei OBS gar keinen Unterschied. Das heißt, wie laut es für euch ist, weiß ich gar nicht. Das ist natürlich schade. Dann kann ich das doch wieder hochmachen. Und machst du meinen Lautsprecher ein bisschen leiser. Kopfhörer. So. Okay. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Grundsachen. Können wir uns nämlich hier gleich mal ein bisschen Brote machen. Wie auch immer das geht. Nein, so geht's nicht. Ach so, dann müssen wir da drei nebeneinander machen oder irgendwie sowas, ne? Drei nebeneinander brauchen wir eine Workbench für. Erstmal klappern wir noch ein bisschen die Gegend ab. Oder eine Laterne. Sehr schön. Warum gibt es hier keine Melonen? Melonen finde ich viel wichtiger. Mit Kürbis kann man nicht so viel machen. Die wachsen nicht so schön schnell und man kriegt da nicht so viel... also Melonen, sobald man Melonen hat, ist Nahrung ausgesorgt. Die wachsen so schnell, ne? Das ist abartig. Das ist ja quasi Cheaten. Legales Cheaten. Also quasi Lieten. So. Gibt es hier nur ein Feld? Normalerweise gibt es doch mal zwei Felder, oder? Da unten ist noch ein Hütchen, da ist noch ein Wasser. Da ist ein. Oh, was ist hier passiert? Wie heißt denn das? Ah, Brunnen. Brunnen, genau. Da ist ein Brunnen. Da ist jemand in den Brunnen gefallen. Kann ich mal bitte hoch? Danke. Sieht hier alles ganz schön abstrakt aus, by the way. Das ganze Gebilde hier sieht sowieso total abstrakt aus. Da alles abgeschnitten, weil das Ding sich so in den Boden reingeschnitten hat. Ja. Ja, wie gesagt, das mit diesem Spawning von diesen Villager-Gebäuden wird wahrscheinlich noch, also davon gehe ich aus, dass es noch überarbeitet wird. Ah, das ist das zweite Feld, guck mal. Weil es ist halt noch alles andere als perfekt, aber mein Klon als Ganzes ist ja immer noch Work in Progress. Doink. So, dann haben wir hier gleich mal noch ein bisschen Futter. Haben wir bloß noch eine Workbench. So. Kann man mit dem schon handeln? Ne, der reagiert nicht. Was ist denn mit dir? Ah, mit der reagiert. Papier. Geh mal weg mit dem Papier. Gab's hier nicht? Gibt's hier nicht normalerweise sowas wie eine Bibliothek? Und ein Schmiedeofen, also hier ein Schmied. Gut, hier kommen wir gar nicht drauf. Hallo? Okay, mein Hund dreht wieder frei. So. Gucken wir nochmal nach oben. Wo komme ich denn am dümmsten drauf, sag mal? Ah, kurz hier vorne war auch ein Gebäude. Genau, da war die Bibliothek. Hier war bloß ein Zimmer, ein Haus, ein normales Haus. Oh, Scheiße. Ach hier, guck mal. Aua.
Sieht doch aus wie ein Spiegel, oder? Ja! Weil in dem Schmied gibt es meistens so eine Kisten. Und hier gibt's. Oha! Leider keine Werkzeuge, aber schöne Sachen. Obsidian brauchen wir nicht wirklich. Wobei, komm, nehmen wir das mit. Mir wäre, also ich gerade war eher so auf der Suche nach Kohle oder sowas. Oder Werkzeuge, um Kohle abzubauen. Nice. Ja, deswegen, also wenn man so eine Siedlung findet, hat man direkt alle Ressourcen, die man braucht am Anfang. Ist schon mal ganz geil. Dann suchen wir uns mal eine schöne Gegend. Ich würde gerne mal da hinten hingehen. Was ist hier eigentlich drin? Achso, plus so ein Schlafhausgebilde. Gedings. Scheiß auf Schwertkopf. Wir werden mit ein bisschen nachhelfen hier. Schwerkraft for life. For life, my friend. So. Wir überqueren die Nordsee. Leider kann man das mit diesen Fliegendingern, ne? Kann man das? Nee, ne? Das kann man, hatten wir? Hatte ich nicht. Hatte ich, hatten wir doch, hatten. Aber das sind nicht diese, nein, das sind nicht. Was? Es gibt ja mittlerweile bei Mindtest die Option bei dem V7-Map-Gen hier mit diesen Schwebeländern. Aber das ist ja schon deaktiviert. Und diese fliegenden Dinger, die wir da gerade gesehen haben, das waren nicht diese Fliegeinseln, weil diese fliegenden Inseln, die sind viel höher. Die sind irgendwie bei plus 1000 oder irgendwie sowas, war das, keine Ahnung. Und die sind auch größer. Sondern das hier ist wirklich Langeweile des Map-Gens. Kann vorkommen. So. Den Berg da würde ich gerne erklimmen. Ich hoffe, dahinter ist eine relativ große, weite, grüne Gebietfläche oder so. Die Frage ist, wie kommen wir darauf? Da hinten sieht es begehbar aus. Hier auf der Seite sieht es nicht wirklich aus. Ne, sieht eher schlecht aus. Gut, dann gehen wir da einfach mal gucken, ob wir da dafür raufkommen. Oh, eine Höhle. Ich will eine Spitzhacke. Ich hole jetzt erstmal ein bisschen Holz hier. Mal direkt mal eine Axt bauen. Weil wir müssen nämlich mal gucken. Es wird der bald dunkel. Ne? Da brauchen wir ein bisschen Fackel, ein bisschen Licht und so. Und leider gibt es im Mindklon. Ich meine, klar, ich könnte jetzt ein paar Mods installieren. Ne? Ich könnte zum Beispiel diese Mod installieren, die ich jetzt auf meinem ganzen Server drauf habe, dass wenn man eine Fackel in der Hand hat, man automatisch Licht hat. Ja, wäre ganz geil. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt anfange mit Mods, dann kommen gleich noch mehr Mods. Und ich würde gerne mal wirklich so mal gucken, was mein Klon an sich halt bietet. Und da sind halt leider keine Fackel mit Licht bei. Also, die selber Licht geben. Während man sie trägt. So, dann holen wir uns, dann craften wir uns mal hier eine schöne Pistole. Da kann ich mal meinen Hund abschießen. Ah, und schon ist er ruhig. Er weiß, was ihm gut tut. So, haben wir ein bisschen Holz. Ist leider kein normal, oder ist normales Holz? Nee. Ist nämlich auch extrem dunkel. Vor allem sehen die Bäume auch extrem scheiße aus. Aber egal. Um überhaupt erstmal Holz zu haben, reicht es erstmal aus. Ja, hier. Einfach mal auf Kürbisse draufstellen. Es gibt nichts Unverklickereres. So. Holz. Danke. Können wir uns gleich mal eine Werkbank bauen. Und damit dann gleich mal Brot machen. Aber wir wollten vor allen Dingen erstmal ein paar Stöcker brauchen wir. So, ich mach mal so ein bisschen so ungefähr. Und dann können wir mal anfangen, hier ein bisschen Brot zu backen. Naja, zu backen. Ist ja eher so Lego-Kastensystem hier, ne? Dankeschön. Dankeschön. So. Und dann brauchen wir Werkzeuge.
Machen wir so, so und so und dann so und so. Haben wir eine schöne Spitzhacke. Wir könnten uns auch direkt Eisen machen, ja, aber ich würde das Eisen gerne aufheben für Eimer. Und da brauchen wir 3 Eisen und ich habe nur 5, das heißt eine Spitzhacke aus Eisen ist leider erstmal nicht drin. Jetzt verkloppe ich die Dinge mit Brot. Das ist so genial. Ah ja, was soll's. So, essen wir auch mal direkt eins. Damit ich mal unsere Herzen wieder auffülle. Oh, guck mal, da hinten ist ganz viel Kohle. Holy moly. Können wir direkt mal hin. Weil hier sieht es auch so aus, als wenn wir hier nicht mehr raus. Oh mein Gott, das ist ja hier Jackpot 20. Okay, wir müssen hier wieder rauskommen. Da wollte ich mir gleich ganz kurz keinen Weg rein. Was ich gerade mache, ist dumm. Obwohl, nee. So. Oh, passt doch. Oh, sogar Eisen. Nice, haben wir ja alles, was wir brauchen im Leben. So. Die Kohle bauen wir mal zuerst ab. Ich gehe mal hier so hin. Reicht auch nicht raus, scheiße. Kriegen wir direkt XP hier da mal. Haben wir direkt Level 2 erreicht hier. Oder Level 1 ist ja. So, die Frage ist, wie kommen wir da dran, ohne dabei zu sterben? Es wird bereits dunkel. Ach du Kack, es wird bereits dunkel. Das ist natürlich nicht so geil. Ich komme da nicht hin, ohne zu sterben, ne? Ich mach mal so hier. Dankeschön. So, dann gucken wir mal jetzt, wo war das Eisen? Das war doch direkt unter uns, ne? Nö, nicht. Dann gehen wir wieder hoch. Wie es halt einfach schon dunkel wird, glaubt nicht. Kommen wir, ja, doch, so kommen wir ran. Sehr geil. Achso, brauche ich ja Steinwerkzeug für. Wir haben nur 2. Brauche ich noch ein bisschen mehr. So, die Werkbank. Und unser Inventar ist schon direkt halb voll. Das ist doch geil. So, so. So. Schnauze. Es ist halt einfach direkt dunkel. Oh, scheiße, die Wand dann, Alter. Okay. We need a little bit of light. Zum einen, damit hier keine Monster spawnen. Und zum anderen, damit die Monster, die hier spawnen, damit wir die auch erkennen. Hm? Sonst ist blöd. Oh, wir haben Level 1 erreicht. So. Eisenwerkzeug machen. Sehr nice. Licht. So. Nee, mehr Eisen ist hier scheinbar nicht mehr. Schade. Ach, ich höre hier direkt Monster. Nicht so geil. So, dann gehen wir mal hier in die Mine. Okay, in die Richtung geht es nicht weiter. Hier geht's aber weiter. What the fuck? Wir haben gar kein Schwert. Wir brauchen mal ein dezentes Schwert. Und da wir jetzt doch ein bisschen Eisen haben, bin ich jetzt beim Schwert tatsächlich mal ein bisschen verschwenderisch und mach das mal doch aus Eisen. Einfach damit wir Gefahren im Verzug direkt bekämpfen können. So. Hallo. Keiner da in Kanada. Ach ja. Schön.
Kohle, ja. Nice. Vor allem haben wir hier auch ein schönes Versteck. Licht. Digga, wir haben schon Level 3. Ja, lex mal Marsch. Konnichiwa. Oh, Kohle. Ich habe Kohle gefunden. Oh, da ist ein Zombie. Oder ein Creeper. Oh, was Grünes. Und Sachen, die grün sind, gefallen mir nicht. Da sehe ich immer rot. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hallo? Ist da ein Spawner? Ich habe doch gerade mehrere gehört. Oh, der Fledermaus, wie geil! Oh, wie süß! Oh, oh, wie süß, direkt umbringen! Ja, außer Spinnenweb gibt es hier nicht so viel. Gehen wir mal direkt wieder raus. Natürlich nicht, bevor wir die ganze Kohle abgebaut haben, einfach weil Kohle geil ist. Bisschen Spinnspawner. Eisen. Oh Gott. Ganz schön verwinkelt hier alles, ne? So. Wir brauchen Holz. Haben wir bereits. Alter, einfach schon 30 Kohle. Krass korrekt. Finde ich voll in Ordnung. So, dann lässt er die erste Eisenspitzhacke nicht mehr lange auf dich warten. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Zombies, nehme an. Ich hoffe, die kommen nicht zu uns, überraschenderweise, unvorangemeldeterweise, das wollte ich sagen. So, also Fackeln abbauen. Wir haben sie nötiger. So, genau, den Fischraum haben wir von da hinten gesehen. Das heißt, wir gehen in die Richtung weiter. Und sehen Eisen. Uah. Danke. Oh. Weg. 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 Das geht nicht. Scheiß Wasser. Okay. Schönes Rondell.
Okay, würde ich mal sagen, haben wir die Mine schon genug ausgekundschaftet und verlassen die Mine wieder fluchtartig. Draußen ist wieder hell. Nee, noch nicht. Scheiße. Oh, eine Fledermaus. Ich muss sie alle umbringen. So, gibt's hier was? Außer Schmerzen. Ah, Kohle. Ist doch schon mal was. Okay. Ich bin mal so leichtsinnig, da brauchen wir ein bisschen Kohle ab. Zum Glück nur paar Fledermäuse hier. So, ich glaube, wir haben jetzt mal genug Kohle. Ich hoffe mal, draußen wird es bald wieder hell. Sieht fast so aus, oder? Ne, noch lange nicht. Ah ja. Wir werden schon nicht direkt mit dem Monster in die Arme laufen. Es ist ja echt ganz schön dunkel hier draußen. Ach du Kacke. Nope. 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 Definitiv nope. 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 Scheiße. We are fucked right now. Ich sterbe. Gut. Wir machen immer ganz kurz Folgenende. Pause. Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt irgendwas. So. Bis dann.